Hiermit erkläre ich der Welt den Fried. Heute behaupten wir, dass Frieden das Verb wäre, das Substantiv. Da wäre der Fried schon da. Nein, er ist nicht da. Vor 2,5 Jahren wurde mir die Doku Lebenskünstler vertrieben aus dem Paradies vorgeschlagen, die ich dann auch geschaut habe. Also, ne, also Hornsrolf. Guck mal, jetzt hast du dein ganzes Hemd wegweckert. Nee, guck mal, nicht das Ganze. Nur da, da und da. Und ich dachte mir, wow, ein Lebenskünstler, nicht nur ein Lebenskünstler, sondern auch ein Macher und jemand, der seine Vision vorlebt, der dabei noch so sympathisch und lustig ist, dachte ich mir, schreibe ich doch mal an. Und wenige Tage später saßen wir im Café, haben uns viel ausgetauscht, philosophiert und wieder ein paar Tage später saßen wir im Auto auf einem Roadtrip nach Ostdeutschland. In der Folge haben wir uns angefreundet und seit 2 Jahren beobachte ich sein Wirken in seiner Weltfriedsakademie. Und da dieser Kanal ja von Visionen und Träumen lebt, dachte ich mir, mach mir doch ein schönes Visionärsvideo über die Weltfriedsakademie. Hiermit erkläre ich der Welt den Fried. Wenn ich das spreche, dann ist es einmal eine ganz persönliche Friederklärung an diese Welt. Also es ist sozusagen da ein Mensch, der hier sitzt und steht und wirkt oder werkt, anwesend ist, der von hier dem Rest der Welt und damit jedem einzelnen Wesen den Fried erklärt. So, das ist sozusagen die persönliche Haltung und Handlungsgrundlage für das, was ich als Weltfriedakademie in dieser Welt zu realisieren suche. Ja? So, wie kam es, deswegen muss ich ausholen, an diesem Punkt, wo das sozusagen sich verdichtet hat. Frieden ist für mich seit meiner Kriegsdienstverweigerung ein aktives Lebensthema. Das sind jetzt 40 Jahre. Frieden ist ein Verb. Das kommt von Freier, Freien, indoeuropäische Sprachwurzel und ist eigentlich Frieden, Freien, Freuen, Frau, Freunden oder Freund. Alle diese Worte kommen von Freier, Freien und es heißt lieben. So. Also daher speist sich, diese Welt will geliebt sein. So, die ganze Natur, also das, was wir Natur nennen in diesem Universum, ohne diese innere kreative Liebesbeteiligung, das ist eine aktive Hingabe, ja, die wird, also passiert mit Welt das, was wir heute kollektiv auf diesem Planeten wahrnehmen können. Es kommt alles runter, es verdirbt, es versauert, es wird quasi vergiftet. Innerlich, ja, oder es wird verbrannt und so weiter. Das sind alles als sozusagen Anti-Liebeshaltungen. Und die fassen wir zusammen unter dem Wort Kriegen. Ja, also das ist auch ein Verb. Frieden ist ein Verb und Kriegen ist ein Verb. So, wenn wir sozusagen beständig auf dem Kriegspfad sind, dann werden alle Strukturen, durch die wir streifen, werden hinter uns, nach uns die Sintflut, sozusagen zerstört oder zumindest angegriffen. Und so weiter zurückbleiben. Wenn dann die nächste Generation kommt, hat sie nichts anderes, als findet also eben entsprechend viel Verwüstung vor. Jetzt kulturgeschichtlich machen wir diese, sind wir auf dem Kriegspfad. Das haben wir jetzt mal so richtig in den Fokus gestellt. Sagen wir mal, die letzten 2.000-3.000 Jahre ist diese kriegerische Haltung des Menschen die vorrangige und nicht mehr die friedende Haltung. So, deswegen. Wenn wir also in unseren Absichten, Handlungen und Taten das Frieden wieder zum zentralen Antrieb und Motivation machen, dann wird sich so wie bei Kriegen der Krieg als Substantiv, Kriegsfahrzeuge, Kriegshauptquartier, Kriegspläne, da gibt es 1000 Wörter, haben wir, wo dieses Wort Krieg als Substanz, als Substantiv, als sichtbar sofort klar ist. Wenn man heute von Fried spricht, also ein Substantiv, das es bis vor 250 Jahren auch tatsächlich noch im Wortgebrauch gab, was heute behaupten wir, dass Frieden das Verb wäre, das Substantiv, da wäre der Fried schon da. Nein, er ist nicht da. So, erst in dem Moment, wo wir sozusagen immer mehr von uns in einer friedenden Haltung wandeln, wandeln heißt sozusagen die Stunden
leben, ja, und sozusagen, wir sind ja keine Bäume, wir stehen ja nicht an einem Ort, wir gehen ja woanders hin, wir lassen etwas zurück. Erst wenn sozusagen wir eine Gangart wieder etablieren, in dem jeweils die Landschaft hinter uns oder das soziale Gefüge hinter uns, ja, schöner ist, besser ist, gesünder ist, heiler ist, ausgeglichener ist, als wir es vorgefunden haben. Also jeder Mensch, der heutzutage durch die Stadt geht und Kippen sammelt, tut genau das. Er hinterlässt die Welt schöner, als er sie vorgefunden hat. So, und das ist im Prinzip, das ist erstens meine persönliche Haltung. Und die platziere ich durch diese Installation, die ich eben konkret auch Weltfriedsakademie nenne. Das ist eine offene Architektur auf freier Erde oder befreiter Erde unter freiem Himmel, wo jeder Mensch eingeladen ist, und da kommt der Begriff von Josef Beuys noch ins Spiel, die soziale Plastik. Hier kann sozusagen jeder aus der Welt der Zerschredderung, des Krieges sozusagen ankommen und sagen, ey, ich erkläre auch mit dem Ketan, mit den anderen, die hier schon da sind, der Welt den Fried. Und ich habe Bock auf diese Haltung, sozusagen immer nach Möglichkeit jeden Ort, an dem ich irgendwie war, schöner, freundlicher, lächelnder zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. So viel zu Ketans Weltfriedsakademie-Vision. Ich habe Ketan noch zwei weitere Fragen gestellt, die ihr euch gerne jetzt noch anschauen könnt und auch die Antworten. Ja, also ich bin jetzt im dritten Jahr hier voll aktiv und was ich vorgefunden habe, war ein Ort, der, sagen wir mal, in den letzten Jahrzehnten eigentlich typisch für Innenstadtbereiche, wo eben hier hauptsächlich die Hunde ausgeführt wurden und auch das Pinkeln von Menschen und eben Müll und eine ungepflegte Natur sozusagen die Norm war, also normal war. So. Das erste Jahr habe ich also richtig eine Grundreinigung hier gemacht. Es war, ne, also bis sozusagen überhaupt diesen Boden von all diesen Nadeln befreien, Stickstoffversorgung und so weiter, diesen Geruch hier wegzubekommen. Dann natürlich auch Maßnahmen zu ergreifen, dass die Menschen, die hier vorbeikommen und eben hier hinpinkeln oder ihren Müll hier hinwerfen, dass das sozusagen, dass die merken, dass das hier nicht so dass der Bringer ist. Ne? Also das war auch, ne, ist ein kompliziertes Ding so im öffentlichen Raum, das hinzubekommen, ohne sich Feinde zu machen, also aktive Feinde. Und seitdem kann man also ein Aufatmen spüren. Und es ist inzwischen für jeden Anwohner und wie aber auch für viele Passanten, die hier täglich vorbeikommen. Ich bekomme jetzt, also jetzt im zweiten Jahr mit Wasser, bekomme ich hoch positive Rückmeldungen. Vorgestern war es gleich zweimal, wo Leute mal angehalten haben und gesagt haben, boah du, ich wollte dir mal sagen, also es ist egal, ob du jetzt hier bist oder nicht, aber jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, tut mir das einfach richtig in der Seele gut. So. Und das ist ja schon enorm. Das ist jetzt sozusagen die direkte Resonanz, wenn wir jetzt bei dem Thema gerade nochmal ansetzen. Also ich habe mich die letzten Tage nochmal, also richtig, das ist mir richtig, wenn ich in unsere Zeitung lese, die Kölner Zeitungen, ja, also da waren jetzt mehrere Skandale, sage ich mal, wo es um Kölner Plätze in der Stadt geht, die nichts anderes darstellen als, also die Frage zum Beispiel, warum ist der Klotwigplatz zur Dealerhölle verkommen? Irgendwie so. Ja? Also ich kenne den Klotwigplatz seit 50 Jahren und der ist alleine in den letzten 10 Jahren, ich glaube, dreimal umgebaut worden, mit einem Riesenaufwand. So, und die Stadt, also da hat nichts anderes zu schreiben, als warum verkommt sozusagen, wir stecken ganz viel rein und es verkommt. Dann der Skandal hier mit diesem Platz im Gerlingviertel, wo jetzt plötzlich rauskommt, dass da ein wunderschöner Platz geschaffen ist und dass der Kölner den im Prinzip nicht nutzen darf. Also weil das Privatgelände ist und die Stadt das verpennt hat da irgendwie. Ne, die Stadt hat es an Privathände verkauft und hat ihr eigenes Nutzungsrecht vergessen. So, also so. Und dass aber dann in der gleichen Stadt jemand existiert
Und es sind ja natürlich eine ganz, ich bin da nicht alleine. Also es gibt ja inzwischen eine Art Bewegung von Menschen, die also sich einsetzen, dass die Parklandschaften, Stadtlandschaften, Blumen, Flora, Fauna, Begrünung, Sauberkeit und so weiter, dass das nach oben kommt. Das findet aber in der Presse, in dem, was wir uns an Geschichten erzählen, überhaupt keinen Eingang. Und jetzt nur mal das, dass eben hier jemand seit 2 Jahren ehrenamtlich auf eigene Kosten einen städtischen Platz in sowas verwandelt hat. Also das wäre jetzt, sagen wir mal, eigentlich eine Minimalwertschätzung von kreativen Vorgängen in einer Stadt, die abgebildet gehören in dem, was sich Medien nennt. Und also dass diese beständige kollektive Unaufmerksamkeit hier immer noch die Norm ist in Köln. Das ist die Norm. Oh, da gibt's das, wie, also natürlich eben, indem man sozusagen, das erste Schritt ist sozusagen, es kennenzulernen und dann auch einzuloggen in diesen Ruf oder in diese Aussage, hiermit erkläre ich der Welt den Fried. So, ab jetzt ist das hier meine Grundhaltung, damit beginnt es. Und alles andere ist dann sozusagen immer im bestehenden Werkgespräch und es hängt natürlich auch von deinen persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten ab. Beim Schneiden dieses Videos kam mir die Idee, wie schön es doch wäre, eine Ich erkläre der Welt den Fried Compilation zu machen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist einfach nur ein kleines Video drehen, kurz, wo ihr der Welt den Fried erklärt. Ich würde dann die Videos aneinander reihen und heraus kommt ein schönes Ich erkläre der Welt den Fried Compilation Video. Danke. Gerne, danke dir.